Ich begrüße Sie recht herzlich auch im Namen des Vereins Berliner Unterwelten zu unserer virtuellen Tour 2. Diese virtuellen Touren haben viele Vorteile, wie zum Beispiel, dass man sie zu jeder Tages- und Nachtzeit anbieten kann. Man kann sie auf der ganzen Welt anbieten. Man kann sie auch für Menschen anbieten, die nicht in die Anlagen hinein dürfen, weil sie zum Beispiel noch nicht volljährig sind oder. Und da beziehe ich mich auch gleich auf unsere virtuelle Tour 2, die ja ein ziemliches Highlight ist, möchte ich sagen, was unsere Touren angeht. Also ein gesprengtes Bauwerk im Humboldt-Rhein, was ich jetzt im Folgenden auch mal vorstellen werde. Hier sehen wir zum einen mal den Aufstieg zu dem Gebäude, was wir zeigen möchten, im Park Humboldt-Rhein. Und auch das ist ein großer, großer Vorteil. Jemand, der nicht so viele Treppen steigen kann oder möchte, hat keine Probleme, diese Tour zu absolvieren. Man sieht aus der Luftperspektive hier den Humboldthain mit eben ganz prominent erkennbar diesen beiden Gebäuden, der sogenannte Gefechtsturm und der sogenannte Feuerleitturm. Im Oktober 1941 bis zum April 1942 errichtet. Man kann auch sehr gut den S- und Fernbahngraben hier im Norden dieser Anlage erkennen, sowie auch den Fernbahnhof Gesundbrunnen. Und als 1940 der erste Luftangriff auf Berlin erfolgt war, 1939 beginnen die Nationalsozialisten den Zweiten Weltkrieg. 1940 im August fallen die ersten Bomben auf Berlin und Hitler ist außer sich, befiehlt den Bau der sogenannten Luftwehrtürme und hat die ersten Skizzen auch direkt selbst angefertigt. Und so sieht das dann im Modell aus. Das ist ein Modell vom Gefechtsturm. Man kann erkennen, quadratischer Grundriss. Die Höhe von 38 Metern kann man hier nicht erkennen, aber das hier oben drauf, die sogenannte obere Gefechtsplattform, auf der dann die großen Geschütze standen, die sozusagen die Luftverteidigung sichergestellt haben. Die Höhe von 38 Metern hatte zur Folge, dass man ein 360-Grad freies Schussfeld über den Häuserdächern der Stadt hatte. So der Gedanken dieser Türme. So sieht das dann im Schnitt aus. Wir haben hier mal einen Grundriss aus einem Hamburger Turm, denn in Hamburg hat man zwei weitere dieser Türme gebaut, wie dann später auch noch drei in der Stadt Wien. Hier geht es vom Geländer so ziemlich genau 21 Meter senkrecht nach unten, denn die Nachkriegssprengungen haben auch diese Wendeltreppe ab dem vierten Obergeschoss zerstört. Teilweise geht das bis zu 7 Meter an Raumhöhe. Auch das hat man bei den späteren Ausführungen dieser Türme verändert. Und wenn wir uns hier im freien Flug herumbewegen, kann man erkennen, dass das wie so eine große Halle wirkt, die es natürlich heutzutage ist. Damals waren hier viele abgemauerte Zwischenwände, um die Räumlichkeiten für vor allen Dingen die Luftwaffensoldaten unterzubringen. In einem hochaufgelösten Bild sieht das dann so aus. Und auch das ist einer der Gründe. So eine virtuelle Tour ist natürlich nicht ganz so gefährlich, als wenn man sich da tatsächlich vor Ort bewegt. So sieht das dann im Inneren des Gebäudes aus. Wir stehen hier in der zentralen Mitte, im dritten Obergeschoss. Und man kann in Richtung Süden erkennen, dass da nicht mehr viel übrig ist, weil man die Südseite dieses Gebäudes gesprengt hat. Hier kann man erkennen, dass wir Sicherungsmaßnahmen vorgenommen haben. Wir haben hier oben solche Netze gespannt, um eben zu verhindern, dass den Besuchenden da irgendetwas auf den Kopf fällt. Wir haben Gitterbrücken eingerichtet und wir haben den Trümmerschutt natürlich ordentlich beseitigt, um hier freie Wege zu schaffen. Diese Geschütze sind wie tatsächlich nur für diese Türme gebaut worden, gerade mal 45 Stück. Und hier im Größenvergleich kann man mal erkennen, wie eine Bedienmannschaft, die aus 21 Personen bestand, im Vergleich zu solch einem riesigen Geschütz tatsächlich aussah. Untrennbar verbunden mit der Historie dieser Türme sind die sogenannten Luftwaffenhelfer oder auch Flakhelfer. Also man hat mit Fortdauer des Krieges die erfahrenen Soldaten von diesen Türmen abgezogen und sie dann mit letztlich Schulklassen aufgefüllt. Also ab Februar 1943 wurden diese Luftwaffenhelfer zu den Waffen gerufen. Das waren dann praktisch die Jahrgänge 1926, 27 und 28, die man hier fernab von zu Hause auf diese Türme zwang. Und das, was die hier oben erlebt haben oder erleben mussten, das werden die auch ihr Leben lang nicht mehr los. Also bei vielen war das natürlich ein Trauma. So sieht das dann aus, wenn solch ein Gebäude von einer Bombe getroffen wird. Am 18. März 1945 trifft auf dem Gebäude des Flakturmes Humboldthain eine 250, eine höchstwahrscheinlich 250 Kilogramm Sprengbombe solch einen Geschützstand. Und genau genommen hat man hier damals in Anführungszeichen noch Glück, dass diese bevorrateten Granaten nicht mit in die Luft gegangen sind, denn dann wäre von diesem Eckturm wenig übrig geblieben.
Einer der wenigen Überlebenden, der konnte uns jahrelang davon berichten. Horst Hürche ist sein Name. Man sieht ihn hier auf der linken Seite in seiner Uniform als Luftwaffenhelfer und auf der rechten Seite viele Jahre später. Er berichtete, dass er bei diesem Bombenangriff zugegen war. Er wurde meterweit durch die Luft geschleudert, hat ein Auge verloren an diesem Tag. Sein Hier war damals ein Eingang, der nur mit einem Vorhang behangen war. Und man kann hier oben sehr, sehr gut erkennen, dass die hier in den letzten Kriegstagen sehr wohl das Gebäude getroffen haben, auch in das Gebäude hineingeschossen haben. Auch auf der Gegenseite kann man das erkennen. In der Nachkriegszeit werden diese Gebäude dann zunächst weiter genutzt, weil die Versorgungssituation so schlecht ist, sind vor allen Dingen die Krankenhäuser, diese Lazarette, diese Luftwaffenlazarette weiter genutzt worden. 1946, 47 bis zu 1948 hat man diese Gebäude gesprengt, teilweise bis zu 4-mal, bis man die so einigermaßen kaputt bekommen hat. 35 Tonnen Sprengstoff sind hier bei dieser Sprengung verwandt worden. Und da ahnt man schon, dass es natürlich auch zu vielen, vielen Schäden kam bei den Gebäuden, die man gerade wieder instand gesetzt hatte. Das Glas war frisch eingesetzt und dann hat solch eine Detonation dafür gesorgt, dass das direkt wieder rausgeflogen ist. Den Bahngraben hier oben will ich jetzt nochmal in Erinnerung rufen, denn der stand unter sowjetischer Hoheit. Man hat sämtliches Bahnvermögen in ganz Berlin den Sowjets übereignet, und wenn die französische Besatzungsmacht, die für diesen die Sprengung dieses Turmes hier zuständig war, sich an die Arbeit macht, hat sie natürlich ein Problem, wenn direkt daneben sowjetisches Hoheitsgebiet verläuft. Und wir waren mitten im Kalten Krieg sozusagen. Die Berlin-Blockade steht kurz vor der Tür. Und umgangssprachlich hieß es dann, seht mal zu, dass ihr euren Turm hier gesprengt bekommt, liebe französische Besatzungsmacht. Aber wenn bei der Sprengung auch nur ein Betonblock hier unten auf unseren Gleisen landet, dann gibt es ein großes Problem. Und so hat man die Südseite des Turmes im Humboldthain gesprengt und hat gedacht, die Nordseite wird dabei bestimmt in den Park hineingezogen werden, hat aber so nicht funktioniert. Und wenn ich jetzt hier weiter drehe, dann sehen wir kommen jetzt auf der linken Seite wieder in den nördlichen Bereich des Gebäudes und der steht ja noch. Man kann auch erkennen, welche gewaltigen Zwischenwände teilweise hier eingezogen waren, um eben diese Lasten des Betons überhaupt zu halten. So sieht das Ganze dann von oben aus und hier können wir auch mal gut erkennen, warum man diese Türme so hoch gebaut hat, um eben ein 360 Grad freies Schussfeld zu haben. Heutzutage ist eines der schönsten Aussichtspunkte, zumindest über Nord-Berlin. Man kann hier unten angedeutet das Märkische Viertel erkennen, also das ist Richtung Norden. Mittlerweile eine unserer Aufgaben hier, eine gute Symbiose zwischen den ganzen Nutzenden. Also sowohl die Bergsteiger als auch die Fledermäuse, als auch wir, das Grünflächenamt, kümmern uns darum, dass hier in dieser Anlage alles mit rechten Dingen zugeht und natürlich auch äußerlich Sicherung stattfindet. Ich hoffe, das hat einen kleinen Überblick darüber gegeben, was wir in dieser Anlage so alles für Arbeiten zu tun haben, aber eben auch, was ermöglicht werden kann, wenn viele Menschen zusammenarbeiten, wenn die Gewerke zusammen funktionieren. Und bin bereit für Fragen.